Herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, zu The Last of Us. Ja, herzlich willkommen zu meinem Kanal und ja, herzlich willkommen zu diesem kleinen Projekt. Was heißt klein? Das ist wohl ein bisschen untertrieben. The Last of Us habe ich nie richtig durchgespielt. Ich habe es mal angespielt, ja. Aber nie durchgespielt und es kommt ja bald der zweite Teil und ich denke mal, ich will mich sehr gut darauf vorbereiten, was im zweiten Teil so alles passieren kann. Von da aus spiele ich den ersten Teil und ich denke, es wird den einen oder anderen auf jeden Fall gefallen, denn das Spiel hat's in sich, soweit ich das weiß. Wir haben ja einmal zwei Spiele, The Last of Us und Left Behind. Warnung nur empfohlen für Spieler, die die Hauptstory abgeschlossen haben. Okay, von da aus steht klar, dass wir auf jeden Fall The Last of Us erstmal spielen. Und ja, das war die erste Anmoderation. Ich bin gespannt, wie das Spiel ist. Ich kenn's ja ein bisschen. Aber ich bin da auch ziemlich ein kleiner Schisser, muss ich sagen. Ich muss sagen, das Spiel spiele ich... Ich spiel's auf leicht. Muss ich offen und ehrlich zugeben, weil die Gegner... Also ich kenne ja schon ein bisschen das, was ich gesehen habe. Und das war echt heftig. Ich habe auf normal gespielt und das war schon heftig, meines Erachtens. Deswegen möchte ich auf leicht beginnen. Und ja. Wir speichern natürlich ab. Überschreiben das andere, das war nur ein kleiner Test, ob das auch alles funktioniert, etc., etc. Überschreiben das und in dem Sinne herzlich willkommen zu The Last of Us. Ich bin ziemlich gespannt und freue mich tierisch, das Spiel zu spielen. Ist ja schon das erste kleine Horrorspiel im weitesten Sinne. Alles andere ist ja sonst ziemlich RPG-lastig bei mir und Action-lastig, aber nicht so wirklich Horror-lastig. Lastig, aber das wird sich in Zukunft ändern, denn es gibt ja auch noch das nächste Spiel. Fällt mir der Name gerade nicht ein. Days Gone. Irgendwie sowas in der Art. Das kommt ja auch neu raus. Da hätte ich auch richtig Bock drauf, auf das Spiel. Aber dauert auch noch alles, bis das rauskommt. Und von da aus, wie ihr ja schon wisst, habe ich mich ja gegen Dungeon Monster Hunter entschieden. Von da aus lassen wir das. Und haben genug Zeit für diese Projekte. Tommy, hör mir zu. Er ist der Lieferant. Er ist der Lieferant, okay? Ich brauche den Job. Ich verstehe. Lass uns morgen früh drüber reden, okay? Wir reden morgen früh. Okay, bis dann. Hey. Rutsch mal. War ein harter Tag, hm? Warum bist du noch wach? Es ist spät. Oh nein, wie spät ist es? Solltest schon längst im Bett sein. Hauptsache, es ist noch heute. Kleines, bitte nicht jetzt. Ich habe keine Energie dafür. Hier. Was ist das? Dein Geschenk natürlich. Du redest dauernd von deiner kaputten Uhr. Da dachte ich, naja. Sehr aufmerksam. Magst du sie? Kleines, sie ist Was? Schön, aber ich glaube, sie ist stehen geblieben. Was? Nein, nein, nein. Oh, haha. Wo hast du das Geld dafür her? Drogen. Ich deale mit harten Drogen. Oh gut, dann kannst du helfen, das Haus abzubezahlen. Ja, bestimmt. Hallo? Sarah, Kleines, du musst mir deinen Daddy geben. Onkel Tommy, wie viel Uhr ist es? Ich muss dringend mit ihm sprechen, also. Onkel Tommy? Hallo? Okay, ein beunruhigender Anruf.
Was so, ist denn da los? Gucken wir uns doch mal erstmal ihr Zimmer ganz genau an. Hurricane Drops. Mhm. Da sieht man auch noch Bilder. Es ist tot. Komisch, dass die Leitung auch tot ist, ne? Sehr seltsam. Oh, wir tapseln auch noch ganz müde hier umher. Reiben uns auch noch die Augen. Ach ja. Ach, verdammt. Die habe ich total vergessen. Oh, sehr süß. Ja, er hat ja Geburtstag gehabt. Lieber Papa, alles Schöne, dass du... Was? Alles schön. Du bist nie da. Du hast die Musik, die ich höre. Du verachtest die Filme, die ich mag. Trotzdem schaffst du es jedes Jahr aufs Neue, der beste Vater zu sein. Wie machst du das? Alles Gute zum Geburtstag, Paps. Hab dich lieb, Sarah. Das ist doch süß. Das ist doch süß. So, was haben wir denn hier alles? Anscheinend nichts. Wir müssen anscheinend rauslaufen. Vielleicht ist ja unser Dad hier zu Hause. Dad? Was zur Hölle, ey. Was ist das hier? Badezimmer? Sieht so aus. Hohe Aufnahmezahlen in örtlichen Krankenhäusern. Anstieg von 300% aufgrund von mysteriöser Infektion. Die behördliche Lebensmittelüberwachung vergrößert die Liste der kontaminierten Früchte. Riesige Rückrufaktion erwartet. Polizei, verwirrte Frau tötet ihren Mann und drei weitere Personen. What the fuck? Ja. Also, jetzt mal unabhängig von der Story. Ich bin so ein Typ, ich muss es offen zugeben. Ich mag zwar Horror, aber sobald das so um mich herum ist, ja, da bin ich so ein kleiner Schisser. Daddy? Aber das wissen die meisten aber auch. Deswegen bin ich da immer ziemlich ergriffen und gepackt von solchen Stories, wenn ich sie denn vor allem spiele. Obwohl ich manchen Horror nicht gut heiße. So Paranormalgedöns kann ich absolut nicht leiden. Da habe ich wortwörtlich Angst vor. Wortwörtlich. Ich konnte mir die Filme auch nie angucken. Und das ist jetzt nicht einfach so eine Angst, die man so sagt, ah, gut, kann man sich angucken, Angst. Nee, nee, das ist wirklich tiefste Angst. Deswegen tue ich mir solche Sachen meistens immer nie an. Bist du hier? Im Zusammenhang mit der landesweit ausgebrochenen Pandemie. Wo bist du? Uns erreichen Berichte, dass die Opfer der Infektion zu erhöhter Aggressivität neigen und, Sofort alle hier wegbringen, es tritt Gas aus. Hey, los! Es scheint, dass die Soldaten hinter mir... Wow, das war ja super in der Nähe. Dad? Wow. Das ist schon ein beklemmendes Gefühl. Also, ne, ich versuche mir immer sowas vorzustellen. Was wäre das, wenn man sowas selber mal mitbekommen würde, ne? Alter, Falter, da geht ein... Da kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut. Ja, die Kleine hat natürlich Schiss, ne? Scheiße. Wo ist unser Dad vor allem? Was ist bloß los? Die Hunde schlagen an. Tja, die Kavallerie ist auch im großen Einsatz. Ich glaube, die haben jetzt gerade viel zu tun. Wenn es das ist, was ich denke, haben wir echt ein ernstes Problem. Hier ist die Küche. Das ist ein Telefon. 8 Anrufe. Verdammt, wo bist du? Ruf an. Bin auf dem Weg. 8 Anrufe. Wow, das scheint dringlich zu sein. Sieht jedenfalls sehr stark danach aus. Das ist hier wohl die Küche. Was haben wir hier? Ich komme heute spät nach Hause. Du kannst dir Essen bestellen. Wir sehen uns morgen früh. Wo ist er? Anscheinend nicht da. Scheiße. Okay, jetzt kriege ich es auch so langsam mit. Das ist ziemlich spannend. Oh, wir sehen uns sogar spiegelnd. Puh. Was zum Henker, ey. Da bist du ja endlich. Sarah, bist du okay? Ja. War hier jemand drin? Nein, wer sollte hier reinkommen? Halt dich von den Türen fern. Bleib einfach zurück. Dad, irgendwie machst du mir Angst. Was ist denn los? Es sind die Coopers. Etwas stimmt nicht mit ihnen. Ich glaube, sie sind krank. Sie sind krank? Oh Gott! Jim! Dad! Jimmy, komm her! Komm her!
Ach du Scheiße. Alles wird gut. Ich warne dich. Nein! What the fuck? Du hast ihn erschossen. Sarah. Ich habe ihn heute Morgen gesehen. Hör mir zu. Hier geht was Schlimmes vor sich. Wir müssen hier raus. Hast du verstanden? Ja. Tommy, los. Los. Wo verdammt warst du? Weißt du, was hier draußen los ist? Ich habe da eine Ahnung. Komm, Scheiße. Geh da rein. Da ist überall Blut. Ist nicht meins. Lasst uns einfach ankommen. Keinen sind so gut wie alle in der Stadt durchgedreht. Können wir bitte gehen? Irgendein Parasit oder sowas? Sagst du mir, was passiert ist? Später. Ganz gut. Machst du das Radio an? Ja, klar doch. Danke. Kein Handy. Kein Radio. Ja, es geht super. Eben noch hat der Sprecher ballabert. Und wo sollen wir hin? Er sagte, das Militär baut Straßensperren auf. Kein Zugang zu Travis County. Wir müssen so schnell wie möglich weg. Die 71 nehmen. Sind denn gestorben? Viele, glaube ich. Meine Familie lag völlig zerfetzt im eigenen Haus. Ja. Okay. Alter Scheiße, nee. Großer Gott, wie ist das passiert? Das weiß niemand. Das passiert nicht nur hier. Erst schien es nur der Süden zu sein. Jetzt hört man was über die Ost- und die Westküste. Das ist Louis' Farm. Ich hoffe, der Schweinehund hat's geschafft. Ganz bestimmt. Sind wir krank? Nein, natürlich nicht. Woher weißt du das? Sie sagten, es sind nur ein paar Leute in der Stadt. Nicht hat Jimmy nicht in der Stadt gearbeitet? Hat er, das stimmt. Alles gut, glaub mir. Okay. Machst du? Fahr weiter. Sie haben ein Kind, Joel. Haben wir auch. Wir haben doch Platz. Hey, fahr vorbei, stopp. Tommy. Stopp! Tja, ich weiß, das kann ich nachvollziehen, dass man weiterfährt, aber auch einerseits wieder nicht. Das ist scheiße. Wir hätten helfen sollen. Tja, das Krankenhaus hat wahrscheinlich genug zu tun. Wir können hier nicht anhalten, ich Tommy. Ich kann nicht durch sie durchfahren, Joel. Fahr zurück. Hinter mir sind sie auch. Da, da, da. Festhalten. Fahr. Wow. Herz im Himmel. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Daddy. Hey. Zurück. Oh Gott, Scheiße. Komm raus, komm raus. Sein. Komm raus da. Was ist denn? Mein Bein tut weh. Wir müssen jetzt rennen. Halt mich fest! Oh Gott. Scheiße, lauf.
Mach die Augen zu, Kleines! Gasse? Welche Gasse? Die, okay. Los! Scheiße. Oh Gott! Wow! Scheiße. Wir sind fast da. Wir sind fast da, Kleines. Sie kommt durch den Zaun. Lauf, Leute! Macht, dass ihr wegkommt! Komm schon! Oh Gott! Bewegung! Los zum Highway! Los! Du hast Sarah! Ich bin schneller als sie! Onkel Tommy? Wir treffen uns dort! Mach schnell! Oh Gott, das geht doch nicht gut! Helfen Sie uns! Stopp! Bitte! Meine Tochter, ich glaube, ihr Bein ist gebrochen. Lass das stehen! Okay. Wow. Wir sind nicht krank. Ich habe hier Zivilisten im äußeren Umkreis. Anweisung? Daddy, was ist mit Onkel Tommy? Wir bringen dich in Sicherheit und holen ihn dann, okay? Sir, es ist ein kleines Mädchen. Sie wollen die exekutieren. Ach du Scheiße. Ja, Sir. Glauben Sie mir, wir sind gesund, aber wir brauchen Ihre Hilfe. Scheiße! Alter! Oh nein. Sarah? Nee, ne? Okay, lass mich mal sehen, Kleines. Ich weiß, Sarah, ich weiß. Hör zu mir, ich weiß es nicht. Alles wird gut, Sarah. Bleib nur wach. Okay, Sarah, ich heb dich jetzt hoch. Ich weiß, Kleines, es tut weh. Komm schon, Sarah, bitte. Ich weiß, Kleines. Sarah. Kleines, tu mir das nicht an. Bitte tu mir das nicht an. Die Anzahl der bestätigten Opfer beträgt über 200. Der Gouverneur hat den Notstand ausgerufen. Es war unfassbar, aber hunderte von Toten lagen auf den Straßen. Panik verbreitet sich weltweit, nachdem laut einem Geheimbericht der Weltgesundheitsorganisation die neuesten Impfversuche gescheitert sind. Mit der Entmachtung der Bürokraten können wir endlich die notwendigen... Los Angeles gehört jetzt ebenfalls zu den Städten, die unter Kriegsrecht stehen. Alle Bewohner müssen sich innerhalb von 72 Stunden bei ihrer Zuständigkeit... Schon seit drei Tagen in Folge herrschen schwere Unruhen und die Wintervorräte werden immer knapper. Eine Gruppe, die sich selbst Fireflies nennt, übernimmt die Verantwortung für beide Angriffe. Ihre öffentliche Satzung fordert die Rückkehr aller Teile der Regierung. Es kam zu Demonstrationen nach der Hinrichtung von 6 angeblichen Fireflies. Vertraue auf die Feiertage.
Gleis. Was ein Anfang, alter Falter. Hat mich auf jeden Fall nicht kalt gelassen, die Zähne eben. Scheiße, ne. 20 Jahre später. Ich komme! Na, wie war dein Morgen? Auch ein? Nein, für mich nicht. Ich habe interessante Neuigkeiten für dich. Wo warst du, Tess? West End Bezirk. Hey, wir hatten eine Lieferung. Wir hatten eine Lieferung. Tja, du wolltest deine Ruhe, weißt du noch? Dann lass mich mal raten. Es lief total schief und der Kunde hat unsere Pellen. Kommt das in etwa so hin? Es lief alles wie geplant. Die Lebensmittelkarten werden locker für Monate reichen. Und was ist das da? Ich war schon auf dem Rückweg, als mich plötzlich zwei Arschlöcher angegriffen haben, okay? Ja, die beiden haben mich überrascht, aber keine große Sache. Gib mir das. Leben die Arschlöcher noch? Sehr lustig. Weißt du wenigstens, wer es war? Ja, das waren einfach nur zwei Arschlöcher. Sie sind egal. Was nicht egal ist, ist, dass Robert diese Penner geschickt hat. Unser Robert. Er weiß, dass wir ihn suchen. Er versucht einfach, uns zuvorzukommen. Mistkerl, er ist schlau. Nein. Er ist nicht schlau genug. Ich weiß, wo er sich versteckt. Natürlich weißt du das. Im Lagerhaus in Area 5. Doch wer weiß, wie lange noch. Na, dann gehen wir doch gleich, okay? Von mir aus gern. Kontrollpunkt 5 ist noch offen. Nur ein paar Stunden bis zur Sperrstunde. Dann sollten wir uns beeilen. Ja, ich will mal ganz kurz was gucken. Okay, speichern kann man, das tun wir jetzt auch mal. Ah, Entschuldigung. Das mit den Husten, das geht auch nicht weggefühlt. Hab das schon eine Ewigkeit. Aber mir geht's jetzt einigermaßen besser. Auch wenn man das noch mit der Stimme wahrscheinlich so ein bisschen hört, dass es nicht ganz gänzlich weg ist. So, kann man auch schneller laufen hier in dem Spiel, oder? Was ist das denn ernst? Heute kam diese scheiß Aufforderung. Ich wurde für den Arbeitsdienst ausgewählt. So ein Scheiß. Soldaten sorgen doch drauf. Ja, das ist natürlich ein hartes Schicksal, was er natürlich jetzt trägt. Mit seiner Tochter. Heftig. Und alles nur wegen so einem Scheißbefehl von so irgendeinem Soldaten, ey. Hammer halt. Ja. Aber gut, es geht weiter anscheinend. Achtung! Alle Einwohner mit Geschwindigkeit. Der städtischen Beamten ist Folge zu leisten. Sieh mal da. Es gibt noch keine Lebensmittel. Es wird wohl wieder knapp. Tja, das Essen wird knapper. So wahrscheinlich wie das bei der wortwörtlich so gewesen wäre, ne? Scannen die den nach dem Virus? Nein! Ich bin nicht infiziert! Es ist falsch! Okay, erledigt. Scheiße! Scheiße! Halt's Maul!
Du kannst froh sein. Das passiert, wenn man sich im Abbruchhaus versteckt. Ruf die Putzkolonne. Wir sind hier durch. Wir brauchen 2 Säcke und noch 2 für die Kiste. Alter Scheiße. Okay, Leute, hier gibt's nichts zu sehen. Weiter geht. Okay. Sieht so, als wären die Menschen immer mehr Infizierte. Und umso mehr, die sich wegschleichen. Naja, verständlich, wenn man exekutiert wird. Gruselig, sowas. Echt gruselig. Ich habe uns Papiere besorgt. Die sollten uns keinen Ärger machen. Bleib einfach cool. Was wollt ihr hier? Ich habe heute frei. Besuche einen Freund. In Ordnung. Geht weiter. Danke. Was? Was zum... So viel zum einfachen Weg. Verarzte dich, okay? Oh, danke. Verarzte deine Wunden mit einem Medikit. Du brauchst Zeit, um ein Medikit zu benutzen. Halte dich an einen sicheren Ort auf. Rüste das Medikit mit Pfeiltaste nach oben aus und halte dann R2 gedrückt, um es zu verbinden. Okay, wir rüsten es aus und benutzen es. Ja, unten rechts sehen wir unsere Lebensanzeige. Sie werden alle Checkpoints schließen. Wir werden außen rumgehen müssen. Das werden wir tun müssen. Oder wir lassen Robert in Ruhe. Toll. Naja, gut, okay. Ich mache hier einen Cut, leider, Leute. Aber das war ein krasser Part Nummer 1 zu The Last of Us. Ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Das wird auf jeden Fall ein geiles Projekt werden. Ich habe jetzt schon Schiss und gleichermaßen Bock da drauf. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Mischung da draus. In dem Sinne, haut der Rinsen mit einem ganz bekannten Grinsen und seid wieder im nächsten Part zu The Last of Us dabei. Tschüss.